besonders freue ich mich, dass aus allen unseren Orten auch Menschen trotz Beginn der Sommerferien, trotz Beginn des Urlaubes und vieles, vieles mehr auf den Weg hierher gefunden haben. Denn heute Abend, da feiern wir natürlich noch einmal gemeinsam Gott mit unter uns. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Gottesdienst, wo wir Abschied nehmen müssen. Abschied ganz besonders von dir, Tibor Senesch, hier auch mein direkter Vorgänger. Und du hast hier in dieser Kirchengemeinde Neckar-Elsenz auch eine ganze Zeit lang mitgeleitet, begleitet und vor allen Dingen wurde es dir nicht einfach gemacht, gerade auch in Corona-Zeiten und so vieles, was in deiner Zeit auch hier passiert ist. Es ist uns allen ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir dir noch einmal Danke sagen dürfen, dass wir jetzt auch heute noch mal mit dir zusammen feiern und deswegen möchte ich uns alle bitten, dass wir noch einmal einen großen Applaus auf für Tibor Senesch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit willkommen zu unserem Gottesdienst, unserer Vorabendmesse, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Heute am Vorabend des letzten Sonntags im Juni, der 17. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben ganz, ganz viele Anlässe, so wie Pater Tobias das gesagt hat. Der Herr verbindet uns in unserer Freude, in unserer Trauer. All das, was uns bewegt, was uns heute Abend hierher bringt, wollen wir in die Hände legen. Und wir wollen uns innerlich und äußerlich in die Gegenwart des Herrn versetzen, indem wir jetzt ihn begrüßen und das Kyrie miteinander sehen. Thank you.
allmächtiger Gott, erwarte sich uns, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nummer 284, danke. Lesung aus dem zweiten Buch der Könige. In jenen Tagen kam ein Mann von Baal-Schalisha und brachte dem Gottesmann Elisha Brot von Erstlingsfrüchten,
20 Gerstenbrote und frische Körner in einem Beutel. Elisha sagte, gib es den Leuten zu essen. Doch sein Diener sagte, wie soll ich das 100 Männern vorsetzen? Elisha aber sagte, gib es den Leuten zu essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und noch übrig lassen. Nun setzte er es ihnen vor, und sie aßen und ließen noch übrig, wie der Herr gesagt hatte. Wort des lebendigen Gottes. Das sei Gott. Thank you.
In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war da. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reichen nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommt. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Menschen. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt geworden war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Brocken, die von den 5 ersten Broten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, was er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Zweimal vor die Speisung der vielen. Und ja,
Nachher kommt ein ganz langes sechste Kapitel, der so lang ist, dass es reicht, aus dem ganzen Monat August daraus am Sonntag in der Kirche zu lesen, sozusagen. Ja, aber da ist eine lange Rede, die dann eben auch die Sonntag im August verteilt wurde. Und ich denke, auf der anderen Seite, gerade Eucharistie, das schwingt auch mit, dass Pascha, das Fest der Juden, war nahe, hieß es, ganz zu Beginn des Evangeliums. Und dann kommt man so in diese Geschichte hinein, wo eben die Menschen nicht zu essen haben. Jesus war sozusagen ein Wunder tut oder ein Zeichen, wie eigentlich Johannes das sagt. Ja, ich war auch betreulich bald hier. Also hier war ich, wenn ich jetzt meine Zeit zusammenrechne, biografisch so die 5 Jahre kommen zusammengefasst. Ich war auch mal 5 Jahre vor ihm, bevor ich nach Riemann gegangen bin, von 1998 bis 2008, war in Mittelbade, in Lausas, auf Sasbach-Walden, Obersas, auf Sasbach-Wien. Und da in der Lauferkirche gibt es gerade in der Apsis, das ist gerade wenn die Messdiener nach oben gehen, dann werden sie ganz viele Basilika, also Kirche im alten Basilika-Stil sehen, und die Lauferkirche ist auch so eine Neobasilika, und da in der Apsis ist eben diese Darstellung der 5 Brote und der 2 Fische, die eben von Jungen getragen werden, und die Menschenmenge ist da. Und was da besonders ist an dieser Darstellung, Jesus ist natürlich auch dabei, er ist die Mitte, aber da ist auch der Bürgermeister dargestellt und der damalige Pfarrer, und zu dessen Zeit die Kirche gebaut wurde. Und es ist nicht nur sozusagen eine Verewigung der wichtigen Persönlichkeiten, das wird meistens zugedeutet, die müssen da auch irgendwie verewigt werden, sondern dass der Bürgermeister da steht und der Pfarrer natürlich und auch andere Gesichter, also die Leute, die dort wohnen, können das besser erklären, und die Leute, manche die ganz alten Leute noch, manche auch erkennen. Das bringt eigentlich auch der Sinn dessen, was Jesus tut, diese Brot, er sagt ihnen auch, gib mir ihnen zu essen, und dann im Platz von Jesus einmal, tut er einmal vermehrt, er die Brote sozusagen. Aber dann hat er diesen Auftrag auch an seine Jünger, ich würde sagen auch an uns. Und da der Bürgermeister da steht und der Pfarrer und andere Gesichter, dieses Zeichen, dieses Bild eben das Zeichen, dass wir alle mit hineingenommen werden in diese Verwandlung. In diese Verwandlung, die dann eben auch in den Evangelien in der langen Ansprache Jesu an den nächsten Sonntag erklärt wird. Und dann können wir uns fragen, was ist unser Auftrag heute, und gerade wenn wir am letzten Sonntag im August uns zum Gottesdienst versammeln, da fragen sich auch die Leute, und Petrus nimmt auch das Wort und sagt, Herr, zu wem sollen wir reden, du hast Worte des ewigen Lebens. Für mich ist eigentlich die Aufforderung Jesu, dass wir heute auch dieses Geheimnis in unserer Mitte verwirklichen. Er gibt das Seinige, wir sind heute hier in seinem Namen versammelt, wir hören sein Wort, wir teilen das Brot in seinem Namen, aber jeder von uns hat auch seinen Auftrag, und wir versuchen auch alle daran zu wirken. Ich sehe natürlich das ein bisschen mit den Augen des Priesters oder des Pfarrers. Ich war auch kurze Zeit hier, auch mein Pfarrer, und ich denke, das ist für mich gerade auch so persönlich, diese 5 Jahre nehme ich jeden Abend Beruhigung, und ich denke, das ist gerade so ein guter Ausgleich, dass ich da nicht allzu stark thematisiert bin, aber vielleicht auch nicht so stark hier geprägt bin, und ich dann so durch dieses Gleichgewicht auch dann hoffentlich und gut auch verbinden kann in meinem neuen Auftragsbereich, der noch nicht ganz gut definiert ist, aber noch eben aussteht. Ich denke, das ist auch die Aufgabe hier vor Ort von uns, und ich denke, wenn von uns ein Bild heute irgendwie aufgenommen wird, wir werden heute aufgenommen und fotografiert,
das soll nicht nur Erinnerung sein, sondern eben diese Aufforderung, dass jeder von uns, jedes Gesicht hier einen Auftrag hat, einfach durch die Anwesenheit, die heute haben, aber auch durch das Aktieren mit tun, eine Gemeinschaft zu verschaffen. Unsere Kirche hier in Deutschland ist jetzt gerade auch im Umbruch. Die neuen Strukturen haben jetzt auch schon Kontur, erhalten Kontur. Und wir wissen, ja, menschlich gesehen, wie es weitergeht. Und ich denke, Sicherheit können wir dann haben, wenn wir solche Menschen haben, die sagen, wir stehen dazu, wir machen mit, wir kommen zusammen, auch wenn jetzt Mettesheim weiter ist oder die andere Linie der Seelsorgeeinheit, die dann natürlich noch größer wird. Und wir suchen und wir finden dann die Richtung. Eucharistie heißt eben auch Richtung zu finden. Und für mich ist so ein kleines Zeichen gerade ein Gerät, habe ich meistens bei mir. Ich weiß nicht, ob das von der Ferne gut zu sehen ist. Ah ja, so ein Kompass. Ich denke, ich habe mal so einen Kompass in den Händen gehalten. Kompass zeigt auch die Richtung. Vielleicht mische ich noch eine Geschichte hier schnell hinein. Ich habe von der wunderbaren Brotvermehrung erzählt. Die haben wir heute gelesen. Und dann kommen ganz viele und lange Reden von Jesu, der 6. Kapitel im Johannes-Evangelium ist sehr lang. Johannes schwitzt auch lang und gerne. Das Evangelium, es ist auch schön, es ist auch interessant, das zu lesen. Aber manchmal ja, kann es auch langweilig sein, aber es wird etwas ausgeklammert, dass nach der heutigen Geschichte, wenn Sie zu Hause den 6. Kapitel lesen, gibt es noch, dass Jesus auf dem Wasser spaziert. Er zeigt sozusagen die Richtung. Und für mich ist auch der Kompass so. Der Kompass zeigt technisch gesehen, die Hauptrichtung ist der Norden, nicht Nord, 0 Grad bei den Flughäfen und so, die Landebahn und so weiter sind eben dementsprechend ausgerichtet. Wir Christen, wir suchen eigentlich den Osten. Und deshalb, wenn wir die Richtung suchen, dann sagen wir Orientierung. Orientierung heißt eben Osten, Osten suchen, weil von Osten die Sonne kommt und Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit, des Reiches, die uns zusammenführt, die uns auch Richtung und Kraft und Stärke und Wärme gibt. Und natürlich wollen wir dann auch davon teilhaben. Das ist sozusagen meine Ausrüstung. Manchmal habe ich auch den Eindruck gehabt, gerade in den letzten Monaten, dass ich selbst mal meinen Norden meinen Osten verloren habe. Ich denke, ich habe es ein Stück auch wiedergefunden und vielleicht hilft mir auch dieses Gerät persönlich weiterzugehen. Das gebe ich Ihnen auch als symbolisches Geschenk mit, dass Sie eben durch ihn, durch Christus, der Eucharistie wird, auch Sie zu Eucharistie machen, zu seinem lebendigen Leib hier in der Seelsorgeeinheit dieser Gemeinde. Und wir wollen natürlich, dass gerade auch die Menschen, die mitmachen, eine lebendige Kirche verschaffen. Gerade in diesem Hinsicht noch einige Worte zur Partnerschaft, denn ich werde wahrscheinlich auch für die Partnerschaft weiter tätig sein, auch in Lima. Wir spüren, dass wir dort auch ein Stück auf der Strecke müde geworden sind. Das ist das Bild, wie auch in der Bibel in verschiedenen Lesungen, dass wir auf der Ebene spazieren. Und wenn wir denken, auf der Ebene kann man lange spazieren, da wird man nicht müde. Aber wenn ich spreche ganz, ganz, ganz lange, dann wird man auch in der Ebene irgendwann müde. Und dieses Bild finden wir auch in der Ebene. Wenn wir wissen, dass wir auf einen Berg steigen, dann nehmen wir alles mit, was wir dazu brauchen. Unsere Messdiener haben sich auch schon vorbereitet. Hier sehen wir so einiges, was sie nach Rom mitnehmen, dass sie da eben entsprechend ausgestattet sind. Und deshalb brauchen wir manchmal auf der Ebene oder auf dem Landweg eben manchmal nach neuen Lösungen zu suchen und denken,
denke, das gilt jetzt auch besonders für die Partnerschaft, also in diesem Aufgabenbereich. Ich will noch so viel sagen, dass ich versuche, dort zu vermitteln. Und wenn ich einmal weiß, wo ich werde, ich weiß noch nicht, wo ich sozusagen geschickt werde. Irgendwo nach Lima, sicher nicht in die deutsche Gemeinde. Und da möchte ich dann auch so einen Ort verschaffen, wo man auch kommen kann. 2 Tage auf Besuch, Tourismus oder 3 Monate. Oder Freiwilligendienst für 2 Tage oder 3 Monate oder eine gute, gesunde Mischung davon. Sie werden von mir noch hören, denn ich werde auch so einen Blog mit Bildern dann aufstellen und dann kann man mich suchen. Und ich freue mich dann, wenn diese Beziehung dann weiter bleibt. Ich möchte oder ich verabschiede mich eigentlich nicht gerne. Und wenn ich heute mich verabschiede, dann ist für mich der Sinn der Sache, dass ich eigentlich weiter mit Ihnen in Verbindung bleibe, denn ich wurde ein Stück von Ihnen geprägt, vielleicht habe ich den einen oder anderen ein wenig auch mitgeprägt. Derjenige, der uns immer prägen soll, ist der Jesus Christus, der uns Richtung und Kraft geben soll auf dem Weg. Und auf diesem Weg macht sich dann auch die Messdiener jetzt nach Rumi. Das ist auch sehr spannend. Ich denke, das wird sich auch noch ein Stück zusammenführen und gleichzeitig ihren Blick erweitern. Ich denke, dazu wird unser Pfarrer Tobias noch mehr sagen. Lieber Herr Tibor, danke für die Worte, danke für die Predigt, die uns alle auch nachdenklich machen darf, was bedeutet das Gemeinschaft. Du als Pfarrer hast hier, Tibor, in dieser Kirchengemeinde Menschen geprägt, so wie du es auch gesagt hast. Und ich weiß, wie es ist, Abschied zu nehmen, ist nicht schön. Und es ist kein Abschied für immer, ganz im Gegenteil, wenn ich das Bild jetzt hier vorne schon sehe. Wir alle sind es gewohnt jetzt schon seit einiger Zeit, dass wir Weltkirche sind. Unser Kooperator, der selbst aus Indien stammt, jetzt eben aus Frankreich, Afrika, der Oma. Wir hatten letztes Jahr einen Ferienvertreter ebenfalls aus Rom bzw. Afrika und jemand aus Brasilien da. Wir merken, auf der ganzen Welt gibt es eben einen Platz für uns und für Gott. Und deshalb ein schönes Zeichen, und mir persönlich tut es gut zu wissen, dass es vor allem mir gut tut, jetzt wieder nach Peru zu gehen. Und damals, als ich hier Pfarrer wurde und wir die Übergabe gemacht haben, da weiß ich noch gut, der erste Gottesdienst auf dem Gilsberg im Freien, da habe ich dir gedankt, aber auch Toto gedankt. Und du bist es, der jetzt auch deine Katze wieder zurückbringt, quasi in das Land, wo es eigentlich auch herkommt. Du bist es, der den Menschen, deine Katze und viele, viele mehr mitgetragen hat. Du bist es, der uns immer wieder und den Menschen hier gezeigt hat, worauf es ankommt, auf Jesus. Und das, liebe Romwallfahrerinnen und Romwallfahrer, das werden wir in den nächsten Tagen jetzt auf jeden Fall noch mitbekommen. So wie in Meckesheim verspreche ich, dass das nicht so gesittet zugehen wird, wie wir jetzt gerade Gottesdienst hier feiern. Wir werden in den nächsten Tagen bei über 40 Grad, weit über 40 Grad jetzt in die ewige Stadt reisen. Wir werden merken, wenn Tausende von Ministrantinnen und Ministranten aus der ganzen Welt wieder zusammenkommen, wenn dann Glaube gelebt wird, wenn Kirchen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes platzen, weil so viele Menschen da drin sind, wenn wir gemeinsam Lebendigkeit erfahren. Und wenn wir auch merken, dass Papst Franziskus extra sich für die Zeit für euch auch nimmt, dass er die jungen Menschen aus der ganzen Welt mit dem großen Leitwort, mit dir. Mit dir unterwegs sein, mit dir und nur zusammen in Gemeinschaft gelingt uns das. Und das alles, das merken wir, dass das unzertrennlich ist. Du, Tibor, hast hier eine große Arbeit geleistet. Und gerade
undankbar, wenn es in Zeiten von Corona ist, so vieles, was man vielleicht hätte machen wollen und einfach nicht machen konnte, weil die Zeiten nun mal so waren, wie sie waren. Keine einfache Kirchengemeinde, denn auch hier diese Größe von 16 Ortschaften, von so vielen verschiedenen Prägungen, die auch davor stattgefunden haben, nur ja ist. Ja, zum Wohle dieser Kirche. Danke dir ganz besonders. Und ich möchte dir ein erstes Zeichen auch jetzt mitgeben. Und ich bitte jetzt schon auch, der Chor sich noch einmal aufzustellen, denn wir werden jetzt gleich auch ein Lied hören, das wir auch hier ganz besonders widmen wollen. Aber ein erstes Zeichen, bevor wir jetzt dann auch gleich über das Lied feiern, möchte ich mich jetzt ganz offensichtlich mitgeben. Den Segen dafür, dass diese Verbundenheit, diese Partnerschaft zur Beruf, die hier um die Ehe in dieser Kirchengemeinde niemals abgibt. Und nicht nur digital über einen Blog hoffentlich, du hast ja schon eingeladen, wenn irgendjemand Lust hat, da gibt es wohl ein Dach über dem Kopf. Für Tage, Wochen, Jahre, wie auch immer, werden Auszeiten am Büro haben, dass die einladen. Und so darf ich jetzt auf den Segen Gottes ganz besonders für dich erbitten, und ich möchte uns alle auch einladen, dass wir jetzt für Kibosset stehen. Dass wir ganz besonders in mich hineinnehmen, in diesen Segen, in dem wir alle auch verbunden sind. Kibor. Der allmächtige Gott segne dich. Alles, was du hier begonnen und vollendet hast, sei gesegnet. Alles, was vor dir liegt, soll zum Segen. Alles, was du hinterlässt, soll wachsen und gedeihen. Und so segne dich der gute, der dich liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt auch als Zeichen für die ganze Gemeinde werden wir ein Lied hören, was vieles ausdrückt. Und in dieses Lied hinein nehmen wir aber auch alle, die unsere Urwahlfahrer in Wunder und alle, die jetzt auch den Urlaub fahren. All das findet in diesem Lied auch einen Platz. Und so sind wir ganz entspannt. Über den die Hand des Höchsten Gott mir.
Lasse uns nun gemeinsam unseren Glauben aufbauen. Guter Gott, ja, so viele sind jetzt in den nächsten Stunden unterwegs. Viele unserer Ministrantinnen und Ministranten, die nicht nur hier aus unserer Kirchengemeinde sich aufmachen, sondern weltweit und ganz besonders auch in unseren Herzen. So viele Busse, die da fahren, Flugzeuge, die fliegen, Autos, PKWs und sonstige Verkehrsmittel, alle
aber auch immer wieder beschützen. Du bist es, der aber uns jetzt auch diese Kraft schenken möge, dass wir merken, wie wichtig diese Gemeinschaft ist. Die Gemeinschaft bei unseren Ministrantinnen und Ministranten, in unserer Kirchengemeinde, in unseren Gruppierungen und Verbänden, ja, weltweit. Sei dabei, damit sie genau spüren, dass diese Gemeinschaft mit dir und untereinander da ist.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein freier Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gebracht wird. Gaben macht, die wir von deiner Güte empfangen haben, dass deine Kraft ihnen wirken, damit sie uns in diesem Leben heiligen und zu den ewigen Freuden führen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib.
werden bei ihm gegeben. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen, ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und fordere dein Volk in den Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof, Stefan und allen Bischöfen, unserem Priester und Diakon und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auch. Heute Abend, da denken wir ganz besonders an Gisela Schwarz. Wir denken an Barbara Engelhardt, an Irma und Oskar Bock, an Ursula und Paul Kraft, an Stefanie und Heinrich Becker und an alle, die auch mal Ministrantinnen und Ministranten auf dieser Welt waren und bereits nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit dem heiligen Tarzitius, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert und das heilige Sakrament empfangen. Was uns dein Sohn mit unergründlicher Liebe geschenkt hat, das werde uns zum ewigen Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt am Ende dieses Gottesdienstes, wir haben wirklich viel auch ausgehalten, das ist ja auch gleichermaßen warm jetzt hier drin in diesem Raum. Da möchte ich wohl noch einen kurzen Augenblick bitten. Weil selbstverständlich wollen wir die Leute mit leeren Händen ziehen lassen und wir dürfen gerne noch einmal Platz nehmen und stellvertretend von uns alle für die ganze Gemeinde und alle Menschen, die hier leben, sehen, dass unser stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender da ist, vom Seelsorgeteam, unsere Pastoralreferentin, wir ist unsere Gemeindereferentin. Mit unserem Kooperator, da viele, viele von den Gremien sind da und vor allem auch unser Pfarrgemeinderatsvorsitzender für die ganze Kirchengemeinde Neckar-Kitzens. Und so darf ich dich, Thomas, auch bitten, jetzt nach vorne zu kommen und eben die offizielle letzte Rede im Namen dieser Kirchengemeinde jetzt auch für Pfarrer Sennisch. Unterwegs im Auftrag des Herrn. Bei diesem Gedanken kommt den meisten sicherlich sofort der Klassiker Blues Brothers in den Sinn. Es gibt aber auch von Carsten Leihäuser, einem katholischen Geistlichen, ein Buch mit demselben Titel. Er beschreibt sich darin als Abenteurer Gottes und erklärt, dass Kirche auch ganz anders als das typische Klischee sein kann. Dieses Buch ist mir eingefallen, als ich mir Gedanken zu ihrer Zeit hier in Deutschland gemacht habe. Unterwegs im Auftrag des Herrn. Lieber Tibor Selesch, so könnte der Titel lauten, dass man sie 2019 auch nicht unbedingt in ihrem Sinne zurück in unsere Diözese geholt hat. Und schon damals war allen klar, es ist hier so ganz anders, als sie das Gemeindeleben in Peru kennengelernt haben. Der Pfarrer ist nicht nur Seelsorger, sondern gleichzeitig für alles Mögliche zuständig und eigentlich Verwaltungsleiter mit ganz vielen Zusatzaufgaben an der Backe. Und auch wenn am Anfang für einige Monate noch kalendisch hier war, so wurden sie doch bald in dieser schwierigen Phase von Corona ins kalte Wasser geschmissen und mussten ganz, ganz viele auch unabdingbare Entscheidungen treffen. Und ich erinnere mich noch gut an verschiedene Videokonferenzen und Diskussionen, wo wir ja aushalten mussten und diskutiert haben, ob man wirklich die Kirche offen lassen kann, wenn doch nicht mal der Friseur erlaubt ist. Und wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie dies nicht nur ausgehalten haben, sondern damit den Menschen auch die Nahrung für die Seele zugelassen und gesetzt haben und gegen die Widerstände sich entschieden haben. Sie haben aber auch immer gesagt, dass Sie sich als Seelsorger sehen und nicht als Betriebswirt. Auch wenn Sie zahlreiche Talente geschenkt bekamen. So sind Sie nicht nur ein guter Sänger, vielseitiger Handwerker, sondern ich glaube, Sie sind auch der einzige Priester, der die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises berechnen könnte. Und gleichzeitig haben Sie es immer geschafft, mit Ihren theologischen Auslegungen und Gedanken in Ihren Predigten Anregungen und kleine Pflänzchen für den Alltag zu setzen. Mit all Ihren Talenten und Ihrer liebenswürdigen Art haben wir Sie damals nicht nur schwer gehen lassen, aber akzeptiert, dass Sie für die spanische Gemeinde zuständig wurden. Denn es ist uns leichter gefallen, Sie waren ja noch hier vor Ort. Und dafür natürlich einen ganz besonderen Dank, Tobias hat es schon erwähnt, an Toto, weil Freiburg Sie eigentlich
in Richtung Mannheim gedrängt hat, dass sie sich dort eine Wohnung suchen. Und glücklicherweise war keine Wohnung zu finden, die einen Garantenanschluss hatte, dass der Kater rauskommt. Doch blieb es immer ihr Herzenswunsch, wieder zurück in ihre zweite Heimat nach Peru zu gehen. Und so freut es mich wirklich außerordentlich, dass Freiburg nun endlich ihrem Herzenswunsch entsprochen hat und sie wieder zurück dürfen. Natürlich haben wir ein weinendes Auge, weil wir sie vermissen werden. Aber vielmehr freut es uns tatsächlich, weil wir die Überzeugung haben, dass sie mit diesem Schritt glücklich werden können. Und wenn Leinweber in dem Buch auch kein Blatt vor den Mund nimmt und sagt, dass es manchmal nicht einfach ist und auch anspricht, was ihn an der Kirche stört, so erklärt er trotzdem, dass er sich bei allen Widrigkeiten kein anderes Leben als das eines katholischen Priesters vorstellen könnte. Zur Begründung beschreibt er, wie Glaube und sein Leben als Priester eben auch sein kann. Wild, aufregend, lebenslustig, abenteuerlich, familiär, tiefgehend und manchmal einfach nur urkomisch. Genau diesen Glauben und dieses Leben wünsche ich Ihnen für Ihren Neustart beim Zurückkommen in Ihre zweite Heimat. Alles, alles Liebe und Gute für Ihre Zeit in Peru.
Und ich darf jetzt am Schluss noch meine Rombalfahrerinnen und Rombalfahrer einmal nach vorne. Ja, in wenigen Stunden, das heißt um 13 Uhr, da treffen wir uns am heutigen Sonntag gleich auch in Frankfurt am Flughafen und dann sind wir quasi schon fast in der ewigen Stadt bei Papst Franziskus und wir alle, wir dürfen jetzt auch das offizielle Pilgerpaket empfangen, ab jetzt, heute Abend, 18 Uhr oder jetzt auch schon ein bisschen länger, 19:30 Uhr. Ungefähr da beginnt jetzt die Rombalfahrt für uns alle. Innerlich, die nächsten Stunden, Sie sind jetzt gestellt, mit den letzten Dingen, mit den Koffer packen, machen und dann ziehen wir uns dort wieder und wir werden die nächsten Tage sehr viel miteinander verbringen. Und damit alle auch sehen, wie wir in den nächsten Tagen auch unterwegs sind, das Erste ist, dass wir behütet sind von Gott. Mit einer Mütze unerkennbar, dass unter diesen tausenden von Menschen, die wir alle dürfen jetzt mit den Schuhen aufsetzen. Das nächste ist, was ihr merkt, also man wird in den Massen, wenn ihr im Fernsehen uns anschaut, da die Farben in den sind. Dass es lecker sind. Dann hat jeder auch einen Pilgerausweis bekommen. Diesen Pilgerausweis findet ihr unter dem T-Shirt. Den dürft ihr einmal überhängen. Auf diesem Pilgerausweis steht euer Name drauf, das Hotel, wo wir untergebracht sind. Und es befinden sich auch zwei Schlüsselanhänger dran. Das sind die Schlüsselanhänger zum Tauschen. Das in verschiedensten Ländern auch das hat Sven. Und das Metro-Ticket. Gehen wir dann auch unterwegs sein werden in der nächsten Woche und auch immer wieder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Des Weiteren habt ihr natürlich auch euer Pilger-Shirt. Dieses T-Shirt, was wir auch haben, die Farbe weiß bei den Temperaturen auch ganz gut. Mit unserem Namen dran, das T-Shirt können wir einfach in die Hand nehmen. Und dieses T-Shirt, das wir auch auf jeden Fall dreimal anziehen werden und an verschiedenen Punkten und gleich im Morgen im Abend auf dem Platz stehen werden, damit den gratis T-Shirt wieder so. Denn unter diesem T-Shirt, da findet ihr noch mehr. Es ist einmal dieses Bändchen, was wir jetzt nicht unbedingt anziehen müssen, aber das ist die offizielle Eintrittskarte. Dann mit der Papstprovinz, das wird die Eintrittskarte sein, wo auch die Schweizer Karte draufschauen wird. Das ist einmal das Bändchen und ein Wallfahrtstuch, das es auch gibt, in den Farben klar, Deutschland, Flagge, jetzt auch hier ganz, ganz unterschiedlich, auch von Bundesland zu Bundesland, die Diözese, von Diözese, wie auch immer, und auch weltweit ganz unterschiedlich. Es gibt genau ein einziges weißes Tuch, das auch getauscht wird, das wird untereinander in den Bildertüchern getauscht, über Länder übergreifend. Wer dieses weiße Tuch hat, der hat Glück. Das ist das, was der Papst aufgeben wird. Ich glaube, das ist die erste eine Tuch, was es da gibt. Mal schauen, vielleicht hat jemand von euch Glück, dieses Tuch zu bekommen. Zwei Dinge, die noch dabei liegen. Einmal das Pilger-Heft. Das Wallfahrtsheft voll mit allen möglichen Informationen rund um Rom, aber auch um Lieder, wenn wir Gottesdienste feiern und auch wenn jeder ein Handy heutzutage hat, Google Maps und so weiter, es gibt ihn noch. Es gibt ihn noch. Den guten Stadtplan in Papier vor. Auch den habt ihr mit dabei mit allen möglichen Informationen und vielen, vielen mehr. All das werden wir in den nächsten Tagen geben. Dafür darf ich jetzt auch Gott um seinen Segen bitten, dass er uns ganz besonders beschützt. Wir alle wissen, dass die große Gefahr ist, dass er uns aufgeben lässt, dass wir Gott um seinen Segen bitten. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Gott,
hast du den Weisen aus dem Morgenland den Weg zu Christus gezeigt. Leite auch uns auf unserer Pilgerfahrt nach oben. Lass uns deine Gegenwart erfahren. Mehr unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung und erneuere uns. Schütze uns vor allen Gefahren und bewahre uns vor jedem Unfall. Führe uns ans Ziel unserer Fahrt und lass uns wieder unversehrt nach Hause zurückkehren. Gewähre uns schließlich, dass wir sicher das Ziel unserer irdischen Pilgerfahrt erreichen und das ewige Heil erlangen. Darum bitten wir. Christus, unseren Herrn. Amen. So segne uns alle, unsere Familien, alle, die wir im Herzen nach oben mittragen. Der Gute und der uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Uns allen wünsche ich für unvergessliche Tage jetzt dann schon vor allem auf diese große Gemeinschaft 47. Das ist eine stolze Zahl für diese Kirchengemeinde. Und weil wir so viel zu feiern auch heute haben, ziehen wir noch sehr lange der Gottesdienst. Jetzt, wenn Sie gleich rausgehen, trinken Sie bitte alle was richtig Kaltes. Wir haben kalte Getränke hingestellt. Trinken Sie noch was, stoßen wir noch miteinander an. Und dann würden wir vor allen Dingen auch noch jetzt am Schluss möchte ich noch der Lea am Anfang Danke sagen, denn die Lea. Sie ist nämlich diejenige, die das FSJ bei uns gemacht hat und jetzt auch das FSJ, das Freiwillige Sozialarbeit wurde. Ich bitte ja da auch einmal nach vorne bitten, denn sie beginnt jetzt ihre Ausbildung auch bei uns, unsere neue Auszubildende auch im Fachbüro, die Lea Hansmann. Auch hier wollen wir eine Kleinigkeit mit dem auf dem Fachbüro geben, denn vielen, vielen Dank für alles, was du noch mit den letzten Wochen und Monaten gemacht hast. Nummer 123,